Namaste und herzlich willkommen zum langen Praxisvideo der 9. Woche des 10-wöchigen Yoga-Vidya-Anfängerkurses. Kerstin und Sukadev begrüßen dich zu einer Yogastunde mit Schwerpunkt Vorwärtsbeugen. Am Ende wirst du entspannen mit dem autogenen Training und ein paar Minuten in die Meditation gehen. Lege dich auf den Rücken zur Anfangsentspannung. Gib die Beine etwas auseinander, Arme vom Körper weg, Handflächen nach oben. Hebe kurz das Becken hoch, spanne das Gesäß an, lasse locker. Hebe den Brustkorb hoch, spanne den oberen Rücken an, lasse locker. Ziehe die Schultern hoch zu den Ohren, spanne die Schultern an, lasse locker. Drehe den Kopf von Seite zu Seite und zurück zur Mitte. Atme ein paar Mal tief mit dem Bauch ein und aus. Beim Einatmen geht der Bauch hinaus, beim Ausatmen der Bauch hinein. Einatmen, Bauch hinaus, neue Energie. Ausatmen, Bauch hinein, entspannen. Einatmen, neue Energie. Ausatmen, entspannen. Atme so 2 bis 4 Mal tief ein und aus. Dann strecke die Arme nach oben oder nach hinten aus. Dehne, strecke, räkele dich. Und wenn du bereit bist, setze dich langsam auf unter Zuhilfenahme eines Knies. Zu einer Stellung mit gekreuzten Beinen, kniend oder auf einem Stuhl. Und du kannst mit uns zusammen 3-mal Om singen, um so Körper, Geist und Seele zur Harmonie zu führen. Om. 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 Om Sarvamangala Mangalye. Shive Sarvata Sadike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostute. Om Shanti Shanti Shanti. Om Frieden Frieden Frieden. Kapalabhati, die Schnellatmung. Atme sehr tief vollständig ein, sehr tief vollständig aus, sehr tief vollständig ein, sehr tief vollständig aus. Atme ein, Bauch hinaus und beginne. Aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, Hans, zwei, Hans, zwei, Hans, zwei. Hans zwei, 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 Hans. Atme sehr tief vollständig aus. Atme sehr tief vollständig ein. Atme sehr tief vollständig aus. Dann atme bequem ein und halte die Luft an. Wirbelsäule aufgerichtet und
und konzentriere dich auf die Bauchgegend. Vielleicht spürst du dabei eine Wärme. Und vielleicht spürst du, wie die Energie vom Bauch hochsteigt zum Herzen, zur Kehle und zur Stirn. Nächste Runde. Atme sehr tief vollständig aus. Atme sehr tief vollständig ein. Sehr tief vollständig aus. Atme ein, Bauch hinaus. Und beginne. Aus, ein, 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 Hans, zwei, 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 Hans, atme vollständig aus. Atme sehr tief vollständig ein. Atme sehr tief vollständig aus. Dann atme bequem ein. Fülle die Lungen zu etwa 3/4. Und halte die Luft an. Jetzt konzentriere dich auf die Wirbelsäule. Und stelle dir vor, dass Energie von der Wirbelsäule hochströmt zum Scheitel und von dort weit ausstrahlt. Du kannst dir Lichtkugeln vorstellen oder einen Lichtstrom, der durch eine Glasröhre der Wirbelsäule nach oben strömt zum Kopf. Dich erfüllt mit Licht und Positivität. Noch eine Runde. Atme sehr tief vollständig aus. Atme sehr tief vollständig ein. Atme vollständig aus. Atme ein, Bauch hinaus und beginne. Aus, ein, aus, ein, Hans, zwei, 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 Hans. Und atme tief vollständig aus. Atme tief vollständig ein. Atme sehr tief vollständig aus. Dann atme bequem ein. Fülle die Lungen zu etwa 3/4 und halte die Luft an. Konzentriere dich jetzt auf Stirn- und Scheitelgegend. Spüre Kapalabhati, strahlender Schädel, scheinender Kopf.
Wenn möglich, halte noch ein paar Sekunden die Luft an, aber auch wenn du wieder normal atmest, halte die Konzentration auf Stirn- und Scheitelgegend und das Ausstrahlen, das Licht oder die Verbindung nach oben. Dann atme wieder tief ein und aus. Du kannst auch kurz die Beine ausstrecken, etwas drehen oder auch den Rumpf nach rechts, nach links drehen, so wie es für dich angenehm ist. Dann beginne mit der Wechselatmung Anuloma Viloma zur Reinigung der Nadis Nadi Shodhana. Sitze gerade, atme sehr tief vollständig aus, schließe das rechte Nasenloch und atme links 4 Sekunden lang ein. Halte die Luft an, schließe beide Nasenlöcher, halte die Luft 16 Sekunden lang an. Das ist der ganz klassische Rhythmus, 1:4:2. Atme rechts aus, 8 Sekunden lang, sehr ruhig, gleichmäßig und vollständig, die vollen 8 Sekunden lang. Atme rechts ein, 4 Sekunden lang, halte die Luft an, schließe dabei beide Nasenlöcher, Wirbelsäule aufgerichtet, Schultern entspannt, Kiefergelenke entspannt und Kopf in der Mitte und beide Schultern entspannt. Atme links aus, 8 Sekunden lang, atme links aus. Atme links ein, 4 Sekunden lang. Halte die Luft an, schließe beide Nasenlöcher und beim Anhalten stelle dir vor, Energie fließt durch die Wirbelsäule hoch zum Kopf. Du kannst dir auch vorstellen, dass dort ein Lichtstrom oder Lichtkugeln durch die Wirbelsäule nach oben gehen. Atme rechts aus und stelle dir dabei vor, dass Energie oder Licht durch die rechte Körperhälfte nach oben strömt. Atme rechts ein, hinunter zur unteren Wirbelsäule, halte die Luft an und stelle dir die Wirbelsäule vor wie eine Glasröhre, durch welche ein Strom von Licht hoch zum Kopf fließt. Oder Lichtkugeln nach oben schweben. Atme links aus und stelle dir vor, Energie, Licht, Bewusstheit strömt durch die linke Körperhälfte hoch zum Kopf. Atme links ein, ziehe Energie und Bewusstheit und Licht hinunter zur untersten Wirbelsäule, halte die Luft an. Stelle dir vor, Energie, Licht, Bewusstheit fließt durch die Wirbelsäule hoch zum Kopf. Und atme aus, durch die rechte Körperhälfte hoch zum Kopf. Atme rechts ein, ziehe die Energie rechts hinunter zur untersten Wirbelsäule. Halte die Luft an. Atme links aus und schicke die Energie links hoch zur Scheitelgegend. Atme links ein und ziehe die Energie links hinunter und zur unteren Wirbelsäule. Halte die Luft an. Bringe jetzt die Konzentration durch die Wirbelsäule hoch zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Atme rechts aus und stelle dir vor, der Punkt zwischen Augenbrauen strahlt Energie und Licht aus. Atme rechts ein, zum Punkt zwischen den Augenbrauen hin, halte die Luft an. Spüre den Punkt zwischen den Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Atme links aus, lasse die Energie vom Punkt zwischen den Augenbrauen bis Mitte der Stirn weit ausstrahlen. Atme links ein zum Punkt zwischen den Augenbrauen bis Mitte der Stirn.
Halte die Luft an. Spüre Punkt zwischen den Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Vielleicht spürst du da dein Pulsieren oder du siehst da dein Licht oder einfach nur Stille. Atme rechts aus. Atme rechts ein. Halte die Luft an. Atme links aus. Atme links ein. Halte die Luft an, letzte Runde, gute Konzentration, Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Atme rechts aus. Atme rechts ein. Halte die Luft an. Atme links aus. Senke die Hand. Bleibe einen Moment lang ruhig sitzen. Atme ein paar Mal tief mit dem Bauch ein und aus. Dann atme sanft ein und aus und spüre weiter Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Spüre diese Stille, diesen Frieden, diese innere Ruhe. Vertiefe langsam den Atem wieder. Strecke die Beine aus. Du kannst, wenn du willst, die Beine etwas nach innen, nach außen drehen. Und wenn du bereit bist, stehe auf für Surya Namaskar zum Sonnengebet. Stehe vorne auf der Matte. Atme ein paar Mal, fühle dich gut zentriert, geerdet, über die Füße verwurzelt. Fühle dich geöffnet vom Herzen her. Verbunden nach oben. Atme aus, bringe die Hände vom Brustkorb zusammen. Atme ein, hebe die Arme hoch und zurück. Atme aus, beuge dich nach vorne. Atme ein, rechtes Bein zurück, Knie am Boden. Halte die Luft an, beide Beine zurück. Atme aus und senke Knie, Brust, Stirn zum Boden. Atme ein, gleite zur Kobra. Atme aus, gleite zum Hund. Atme ein, rechten Fuß nach vorne, linkes Knie am Boden. Atme aus, beide Beine nach vorne. Atme ein, Arme hoch und zurück. Atme aus, senke die Arme. Atme aus, Hände zusammen. Atme ein, Arme hoch und zurück. Atme aus, beuge dich nach vorne. Atme ein, linkes Bein zurück, Knie am Boden. Halte die Luft an, beide Beine zurück. Atme aus, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Atme ein, gleite zur Kobra. Atme aus, gleite zum Hund.
Atme ein, linken Fuß nach vorne zwischen die Hände. Atme aus, beide Beine nach vorne. Atme ein, Arme hoch und zurück. Atme aus, senke die Arme. Atme aus, Hände zusammen. Atme ein, Arme hoch und zurück. Atme aus, beuge dich nach vorne. Atme ein, rechtes Bein zurück. Halte die Luft an, beide Beine. Atme aus, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Atme ein, gleite zur Kobra. Atme aus, zum Hund. Atme ein, rechten Fuß nach vorne, linkes Knie am Boden. Atme aus, beide Beine nach vorne. Atme ein, Arme hoch und zurück. Atme aus, senke die Arme. Atme aus, Hände zusammen. Atme ein, Arme hoch und zurück. Atme aus, beuge dich nach vorne. Atme ein, linkes Bein zurück. Halte die Luft an, beide. Atme aus, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Atme ein, gleite zur Kobra. Atme aus, gleite zum Hund. Atme ein, linken Fuß nach vorne. Atme aus, beide. Atme ein, Arme hoch und zurück. Atme aus, senke die Arme. Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Banave Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Banave Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Banave Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Ram, Om Rim, Om Rum, Om Reim, Om Raum, Om Ra, Om Ram, Om Rim, Om Rum, Om Reim, Om Raum, Om Ra, Om Bhur, Bhova, Svaha, Tat, Savitur, Varenyam, Bhargo, Devasya, Dhimahi, Diyo, Yona, Prachodayat, Om, Bhur, Bhova, Svaha, Tat, Savitur, Varenyam, Bhargo, Devasya, Dhimahi, Diyo, Yona, Prachodayat, Om, Bhur, Bhova, Svaha, Tat, Savitur, Varenyam, Bhargo, Devasya, Dhimahi, Diyo, Yona, Prachodayat, Om, Bhur, Bhova, Svaha, Tat, Savitur, Varenyam, Bhargo, Devasya, Dhimahi, Diyo, Yona, Prachodayat. Bleibe einen Moment lang ruhig stehen, atme ein paar Mal tief ein und aus.
Spüre dich verwurzelt mit Mutter Erde. Geöffnet zu allen Wesen über Bauch, Brust, Kehle. Verbunden mit einer höheren Wirklichkeit der Himmelskraft über Stirn und Scheitel. Strecke die Arme nach vorne aus. Beuge die Knie. Und wenn möglich, setze dich hin, ohne die Hände zu benutzen, wenn nötig. Nutze die Hände und komme zur Navasana, zur Bauchmuskelübung. Senke Lenden- und Brustwirbelsäule, halte aber den Kopf oben, hebe die Arme nach oben hoch und hebe die Beine nach oben hoch. Handflächen nach oben und die Fußflächen nach oben. Atme tief ein und aus. Schiebe Hände weiter nach oben, schiebe Füße nach oben. Wenn du kannst, hebe Brustkorb hoch und hebe sogar das Becken hoch, nur die Lendenwirbelsäule am Boden. Lächle dabei und freue dich, dass der Bauch sich gut bewegt, beziehungsweise die Bauchmuskeln gut genutzt werden. Training der Bauchmuskeln ist übrigens auch eine gute Vorbereitung für Vorwärtsbeugen. Es wäre eine Art Reflex, Bauch stark angespannt, führt nachher zu dehnbaren Beinen. Ich nehme an, du hast jetzt schon gut deine Bauchmuskeln gearbeitet. Komme langsam aus der Stellung heraus. Strecke das linke Bein aus und hebe das rechte Bein hoch. Du kannst jetzt auch probieren, mit der linken Hand an Wade oder Fuß zu fassen und dann schiebe mit der rechten Hand den Oberschenkel weg in der Nähe der Hüfte. Damit schaffst du etwas Raum im Hüftgelenk. Und dann fasse mit beiden Händen an die Wade oder das Fußgelenk oder den Fußballen und ziehe das Bein immer näher zum Boden. Halte gleichmäßig, atme ein paar Mal. Dann löse langsam und senke das Bein auf den Boden. Hebe das linke Bein hoch. Fasse mit der rechten Hand um Wade, Knie oder Ferse. Fasse mit der linken Hand an den Oberschenkel in der Nähe der Hüftbeuge und drücke mit der Hand den Oberschenkel weg. So schaffst du Raum im Hüftgelenk. Dann fasse mit beiden Händen an die Wade oder um den Fuß oder ans Fußgelenk und ziehe das Bein gleichmäßig zu dir hin. Du weißt, im Yoga wippen wir nicht, sondern wir halten gleichmäßig. So kommst du zu einer besseren Dehnung und verhinderst Verletzungen und Zerrungen. Spüre die Dehnung an der Rückseite des Beines und diese Dehnung hilft auch, dass Energie fließen kann und ist auch sehr gut für die ganze Wirbelsäule und Gesundheit des Rückens. Dann senke das Bein wieder auf den Boden und entspanne in der Stellung des Kindes. Setze dich so hin, wie du weißt, dass es für dich gut ist. Grundstellung, du sitzt auf den Fersen, Stirn am Boden, Ellbogen neben den Unterarmen nach außen und unten, Schultern locker nach unten. Atme tief ein und aus und fühle dich geborgen wie ein Embryo im Mutterleib. Komme zum Hund. Zunächst zum Vierfüßlerstand, setze dich auf. Dann geh die Hände so weit nach vorne, dass die Knie genau unter den Hüften sind und die Hände unter den Schultern. Füße und Knie sind hüftbreit auseinander, Hände sind schulterbreit auseinander. Dann stelle die Füße auf und strecke die Beine aus.
und schiebe die Fersen Richtung Boden. Achte dabei darauf, dass das angenehm bleibt im unteren Rücken. Wenn nötig, würdest du den Brustkorb höher halten, eventuell sogar die Knie leicht beugen und dennoch die Lendenwirbelsäule Richtung Oberschenkel bringen. Wenn du kannst, gibst du die Fersen ganz auf den Boden oder Richtung Boden oder hältst die Knie gestreckt. Und jetzt spürst du hoffentlich die Rückseite der Waden. Hund ist besonders gut als Wadendehnungsübung. Natürlich auch Kniekehlen, Oberschenkel, aber vor allen Dingen spüre die Dehnung der Waden. Sind die Waden gut gedehnt, können sich auch Nacken und oberster Rücken entspannen. Sind die Kniekehlen gedehnt, ist es gut für den oberen Rücken. Wenn die Oberschenkel gedehnt sind, ist es gut für die Lendenwirbelsäule. Und eine sanfte Dehnung im Gesäß ist gut für Entspannung im Kreuzbereich im Iliosakralgelenk. Dann komme zurück zur Stellung des Kindes und entspanne ein paar Augenblicke in der Stellung des Kindes. Wenn du aus irgendwelchen Gründen den Kopfstand nicht üben kannst oder willst, dann übe nochmals den Hund. Ansonsten setze dich wieder auf. Misst die Ellbogen ab mit den Händen. Falte die Hände und gib die Handflächen dabei auseinander. Dann gib den Scheitel auf den Boden, Scheitel in der Nähe der Stirn. Strecke langsam die Beine aus. Achte dabei darauf, dass das Gewicht hauptsächlich auf den Ellbogen ist. Drücke die Schultern weg von den Ohren, Ellbogen runter, dann beuge die Knie, dann mache den Rücken gerade, dann gib auch die Knie nach hinten und strecke die Beine nach oben aus. Achte dabei die ganze Zeit darauf, dass das Hauptgewicht auf den Fersen ist. Atme tief und gleichmäßig. Kopfstand, König der Asanas. Atme. Wenn der Atem ruhig fließt, kannst du dich sogar konzentrieren auf den Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Dieses dritte Auge, Ajna Chakra, wird besonders im Kopfstand aktiviert. Dann, wenn du noch in der Stellung bist, halte ein paar Atemzüge lang ruhig. Dann beuge die Knie. Gib die Knie zum Brustkorb hin. Und senke die Füße und komme zur Stellung des Kindes. Entspanne die Schultern und den Nacken, entspanne die Wirbelsäule und die Hände. Und lege dich auf den Rücken für ein paar Atemzüge lang Entspannung. Beine etwas auseinander, Arme vom Körper weg, Handflächen nach oben. Atme tief ein und aus, einatmen zum Bauch, ausatmen dahin,
wo eventuell Energie oder Entspannung notwendig ist. Dann schließe die Beine, gib die Arme neben den Körper, Handflächen nach unten und beim Einatmen hebe die Beine hoch, hebe das Becken hoch, komme hoch zum Schulterstand, Sarvangasana. Komme so zum Schulterstand, wie du weißt, dass es für dich gut ist. In der Grundstellung ist das Becken oben, du unterstützt den Rücken mit den Händen, du bringst die Schultern weg von den Ohren, der Nacken ist lang und du probierst dein Becken gerade zu richten. Aber du kennst von den vorigen Videos auch andere Variationen. Übe so, wie du weißt, dass es für dich gut ist. Achte darauf, dass die Füßen und die Waden entspannt sind. Gesicht entspannt, Kiefergelenke entspannt, Augen entspannt. Atme ruhig und gleichmäßig. Du kannst einatmen zum Bauch und ausatmen zur Kehle. Einatmen zum Bauch, ausatmen zur Kehle. Dann beim Ausatmen senke beide Beine hinter den Kopf. Gib die Arme Richtung Füße. Entweder Richtung Füße oder wenn du fortgeschrittener bist, dann können die Zehen auf den Fingern oder Handflächen sein. Noch fortgeschrittenere halten die Fersen zusammen und ziehen dann die Zehen Richtung Scheitel. Gib dabei die Ellbogen nach außen, gehe so weit, wie du es von deiner Flexibilität und deinem Gleichgewicht her kannst. Atme tief, atme gleichmäßig, atme bewusst. Halte die Arme hinten und rolle Wirbel für Wirbel aus der Stellung. Und gleite weiter zum Fisch-Matsyasana. Gib die Hände unter Oberschenkel oder Gesäß, Handflächen am Boden, Daumen berühren sich. Wölbe den Brustkorb nach oben und atme tief ein und aus. Brustkorb stark gewölbt. Fühle die Öffnung von Bauch, Brust und Kehle. Fühle diese Weite. Fühle auch die Kraft des oberen Rückens, wie die Schulterblätter zusammengehalten werden. Genieße dieses Gefühl von Freude, Weite, Leichtigkeit, Ausdehnung, Verbundenheit. Dann komme langsam aus der Stellung. Du kannst kurz die Hände falten hinter dem Kopf. Du kannst den Kopf etwas heben. Du kannst den Kopf leicht nach links und nach rechts drehen. Dann senke den Kopf. Entspannungslage. Beine etwas auseinander, Arme vom Körper weg, Handflächen nach oben.
Atme tief und gleichmäßig, einatmen zum Bauch, ausatmen zum Herzen und zur Kehle. Strecke die Arme nach oben oder nach hinten aus, dehne, strecke, räkele dich. Dann beuge ein Knie und setze dich unter Zuhilfenahme des Knies auf, bereit zu Janushirasana, zur halben Vorwärtsbeuge. Strecke das linke Bein aus, beuge das rechte Knie, gib den rechten Fuß entweder an die Innenseite des Oberschenkels oder Innenseite von Knie oder Unterschenkel oder gib den Fuß auf den linken Oberschenkel, also Fuß, Gelenk, Knöchel auf den Oberschenkel. Dann hebe die Arme hoch, atme ein und beim Ausatmen beuge dich nach vorne. Fasse mit den Händen entweder um das Knie oder die Wade, Fußgelenk oder um den Fußballen. Ziehe den Bauch nach vorne, Brustkorb nach vorne. Du kannst entweder die Wirbelsäule ganz gerade lassen oder du kannst dich ganz nach vorne beugen, bis Brustkorb auf dem Oberschenkel ist, Kinn am Knie oder Schienbein und Stirn Richtung Schienbein, Zehen Richtung Scheitel. Gehe so weit, wie du gehen kannst, auch wenn du noch sehr weit davon entfernt bist, was Carsten gerade macht. Geh so weit, wie du kannst, atme und spüre. Spüre die Dehnung im Bein. Beim Einatmen wird die Wirbelsäule länger, beim Ausatmen kannst du etwas weiter nach vorne gehen. Komme langsam aus der Stellung. Setze dich wieder auf. Strecke das rechte Bein nach vorne aus. Beuge das linke Knie. Fasse mit beiden Händen an linkes Knie, linke Wade, Fußgelenk oder Fuß. Gib Bauch und Brustkorb nach vorne. Lasse die Wirbelsäule erst lang werden und spüre die Dehnung im Bein. Halte entweder Brustkorb oder Kopf oben, wenn das angenehmer ist für den unteren Rücken, oder senke Brustkorb Richtung Oberschenkel und Knie und das Kinn Richtung Schienbein. Und wenn du sehr flexibel bist, gib die Nase neben das Schienbein und ziehe die Zehen Richtung Scheitel. Egal wie weit du kommst, spüre die Dehnung und atme ruhig und gleichmäßig. Beim Einatmen kann die Wirbelsäule länger werden und beim Ausatmen kannst du weiter nach vorne kommen. Komme langsam wieder aus der Stellung. Strecke das linke Bein aus.
Atme ein paar Mal tief ein und aus. Dann beuge die Knie etwas und fasse mit den Händen um die Fußkanten herum. Wenn du ausreichend flexibel bist, gib die Handgelenke um die Fußkanten. Falte dabei die Hände, wenn es geht, oder fasse nur mit den Händen um die Fußkanten. Bauch ist auf den Oberschenkeln, Brustkorb auf den Knien. Fersen nach vorne, Zehen zeigen zu dir hin. Und jetzt strecke die Fersen nach vorne. Ist etwas schwieriger auf den Sticky Mats, also in etwa den rutschfesten Matten, ist leichter, wenn du auf anderen Matten bist. Strecke die Beine so weit aus, wie du kannst. Und so spürst du die wunderbare Dehnung in den Beinen. Grundsätzlich, wenn Bauch und Brustkorb auf Oberschenkel und Knien sind, ist der untere Rücken geschützt. Deshalb können auch Menschen, die nicht so flexibel sind, bei gebeugten Knien intensive Dehnung in der Rückseite der Beine haben. Wenn du deine Stellung gefunden hast, dann atme tief ein und aus. Beim Einatmen wird die Wirbelsäule immer länger und beim Ausatmen kannst du die Beine etwas mehr dehnen. Einatmen, Wirbelsäule länger und ausatmen, Beine mehr gedehnt. Komme langsam aus der Stellung. Gib die Hände hinter dir auf den Boden. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Und jetzt beim Einatmen hebe das Becken hoch, komme zur schiefen Ebene. Wenn es geht, gib auch die Fußsohlen auf den Boden, aber nur dann, wenn das keine Krämpfe in den Waden erzeugt. Ansonsten halte die Zehen oben, nur die Fersen am Boden. Du kannst den Kopf entweder oben halten oder nach hinten runterhängen lassen, so wie es für dich angenehmer ist. Atme. Spüre die Stärke deiner Rücken, Gesäß und Beinmuskeln. Senke langsam das Becken. Atme tief ein und aus. Jetzt komme zur Variation. Drehende schiefe Ebene zur Stärkung der Seite, der Beine, wie auch Gesäß und seitliche Rumpfmuskulatur. Atme ein und hebe das Becken hoch. Drehe dich nach rechts, rechte Hand nach außen, dann hebe den linken Arm hoch, hebe auch das linke Bein etwas hoch, das linke Bein nur etwa 50 cm hoch, Gewicht ist auf der Außenkante des rechten Beines. Spüre die Muskeln, auch eine Gleichgewichtsübung und sehr gut zur Stärkung. Lächle und komme langsam wieder zurück zur Mitte. Beide Hände am Boden, beide Fersen am Boden. Dann drehe dich nach links, auch die linke Hand nach außen. Linke Außenkante des Fußes am Boden. Hebe den rechten Arm hoch, hebe das rechte Bein etwas hoch, nicht zu sehr hoch. Atme und spüre die Stärke deines Armes, deines Beines, Gesäß und unterer Rücken. Sehr gute Übung. Und senke langsam den Fuß, senke die Hand, lege dich auf den Bauch zur Bauchentspannung. Mache ein Kissen mit den Händen, gib den Kopf zu einer Seite, große Zehen zusammen, Fersen auseinander. Atme tief, atme gleichmäßig, atme bewusst.
mit jedem Ausatmen weiter entspannen. Gib die Hände unter die Schultern, gib die Stirn auf den Boden. Schiebe jetzt beim Einatmen den Kopf weiter nach vorne, hebe den Kopf hoch, hebe den Brustkorb hoch, gib die Schulterblätter nach hinten und unten. Gib so viel Gewicht auf die Hände, wie du weißt, wie das für dich gut ist. Manche werden gar kein Gewicht auf die Hände geben, manchmal werden mehr Gewicht auf die Hände geben. Das Wichtige ist, Rückenmuskeln arbeiten, aber Lendenwirbelsäule fühlt sich angenehm. Brustkorb ist gewölbt. Herz fühlt sich offen und weit, Energie fließt auch über die Kehle hoch zur Stirn. Komme langsam aus der Stellung und komme zur Heuschrecke. Gib die Arme unter deinen Körper. Sehr schlanke können auch eine Decke oder eine Matte zwischen Arme und Bein geben. Gib das Kinn auf den Boden und beim Einatmen hebe beide Beine hoch. Zunächst kannst du die Fersen zusammenhalten, Beine gestreckt halten, das ist die anstrengendste Variation, stärkt vor allem auch die Muskeln in der Nähe der Wirbelsäule. Dann kannst du die Beine etwas auseinandergeben, so kannst du noch etwas länger halten und beziehst auch die breiten Lendenmuskeln ein. Und wenn das wieder anstrengend wird, kannst du nochmal die Knie leicht beugen, so kannst du die Stellung noch etwas länger halten. Dann senke langsam die Beine. Vorbereitung für Dhanurasana zum Bogen. Du beugst die Knie, du fasst mit den Händen um die Fußgelenke und du hebst die Füße, du hebst den Kopf, Brustkorb und Knie. Wenn du nicht mit den Händen bis an die Fußgelenke kommst, dann gib die Hände Richtung Fußgelenke und hebe trotzdem die Füße hoch, Kopf und Brustkorb hoch. Atme, atme ruhig, bewusst und gleichmäßig. Dann komme langsam aus der Stellung. Gib die Hände unter die Schultern und gleite zur Stellung des Kindes. Hebe Becken und Brustkorb hoch, setze dich auf die Fersen. Unterarme neben die Unterschenkel, Ellbogen nach außen, Schultern locker, Nacken lang. Oder komme eben zu der Stellung des Kindes, die für dich die geeignete ist. Fühle dich geborgen wie ein Embryo im Mutterleib. Setze dich langsam auf. Vorbereitung zum Drehsitz. Setze dich links neben die Fersen, gib den rechten Fuß links neben das linke Knie, gib den linken Ellbogen um das rechte Knie und drehe dich nach rechts. Wölbe die linke Hälfte des Brustkorbs nach vorne, ziehe die rechte Schulter nach hinten. Atme tief, gleichmäßig, vollständig. Vollständig mit dem Bauch.
Wirbelsäule aufgerichtet, beide Schultern entspannt, Kopf dreht sich nur leicht nach rechts. Spüre bei der tiefen Bauchatmung die sanfte Massage der Bauchorgane und die Aktivierung des Sonnengeflechtes. Und spüre die Wirbelsäule und stelle dir vor, Energie fließt die Wirbelsäule entlang nach oben zum Kopf. Komme langsam aus der Stellung und drehe dich zur anderen Seite. Gib den linken Fuß rechts neben das rechte Knie. Gib den rechten Arm über das Knie, die linke Hand hinter dir Richtung Boden oder auf den Boden oder so, wie du weißt, dass es für dich gut ist. Wölbe die rechte Hälfte des Brustkorbs nach vorne, ziehe die linke Schulter zurück. Atme sehr tief und gleichmäßig. Und konzentriere dich dann auf Stirn- oder Scheitelgegend. Vielleicht spürst du dort ein sanftes Licht oder eine sanfte Energieausstrahlung, ein sanftes Pulsieren oder ein Gefühl von Verbundenheit. Komme langsam aus der Stellung, bleibe einen Moment lang ruhig sitzen und stehe dann auf. Zur Padahastasana, zur stehenden Vorwärtsbeuge. Beim Einatmen hebe die Arme hoch und beim Ausatmen beuge dich nach vorne. Du kannst zwei Variationen ausprobieren. Beim ersten gibst du die Hände unter die Füße. Wenn nötig, beugst du dort die Knie leicht oder sehr stark. Bauch und Brustkorb sind auf Oberschenkel und Knien. Und dann probierst du, die Beine auszustrecken, soweit es eben geht. Dabei ist der untere Rücken geschützt, solange Bauch und Brustkorb auf den Oberschenkeln sind und du spürst eine starke Dehnung der Beine. Fortgeschrittenere, die keine Probleme haben, dabei die Beine gestreckt zu halten, können probieren, die Ellbogen nach außen zu geben und den Scheitel auf die Zehen zu setzen. Dann komme langsam etwas aus der Stellung. Du kannst zu einer anderen Variante kommen. Dazu beuge wieder die Knie, leicht oder sehr stark. Gib die Unterarme hinter die Waden und fasse mit den Händen um die Ellbogen. Versuche dabei, die Unterarme unter die Waden zu bekommen, Richtung Fersen, soweit es geht. Und anschließend strecke die Beine wieder aus, soweit es eben geht. Es macht nichts, wenn die Beine weiter stark gebeugt sind und du versuchst, die Beine zu strecken und dabei die Dehnung in Waden, Kniebeugersehnen und Oberschenkeln spürst. Wer natürlich kann, streckt die Beine ganz aus. Genieße dieses schöne Gefühl an der Rückseite der Beine. Komme langsam wieder aus der Stellung, stehe langsam auf zu Trikonasana, zum Dreieck.
Und du kannst jetzt ein vorwärtsbeugendes Dreieck machen, eine kleine Variation. Gib den rechten Fuß 90 Grad nach rechts, auch den linken Fuß leicht nach rechts, falte die Hände hinter dem Gesäß, drehe dich leicht nach rechts und beim Ausatmen beuge dich über das Bein nach unten. Halte aber das rechte Knie gestreckt, gib Bauch und Brustkorb Richtung Bein. Fortgeschrittene können sogar probieren, die Arme dann zu heben und die Hände Richtung Boden zu geben. Viele werden aber die Hände einfach auf dem Gesäß lassen. Ich hoffe, du spürst es wieder, dieses schöne Gefühl an der Rückseite des Beines. Beim nächsten Einatmen richte dich wieder auf. Beim Ausatmen wechsle die Beinstellung. Beim Einatmen wölbe den Brustkorb nach vorne, vergewissere dich linken Fuß nach links, auch rechten Fuß leicht nach links. Und bei der nächsten Ausatmung beuge dich nach vorne, gib Bauch und Brustkorb über das Bein. Spüre die Dehnung des Beines. Atme. Und erinnere dich daran, du musst nicht so fortgeschritten sein wie Kerstin. Gehe so weit, wie du gehen kannst. Wichtig ist, du spürst die Dehnung an der Rückseite des Beines und gleichzeitig Entspannung am Rücken. Beim nächsten Einatmen komme wieder hoch. Gib den Oberkörper zur Mitte. Kannst einen Moment lang den Brustkorb nach vorne wölben und die Schulter nach hinten geben. Und dann lege dich auf den Rücken zur tiefen Entspannung. Lege dich so, wie du weißt, dass es für dich gut ist, wenn nötig. Gib ein oder zwei Kissen unter die Kniekehlen oder ein Kissen oder eine Decke unter den Nacken oder bedecke deinen Körper mit einer Decke. Oder mach es eben so dir bequem, damit du dich richtig schön entspannen kannst. Tiefenentspannung mit den Suggestionen des autogenen Trainings. Zunächst aber das Anspannen und Loslassen. Hebe das rechte Bein ein paar Zentimeter hoch, spanne es an. Lasse locker. Hebe das linke Bein ein paar Zentimeter hoch, spanne es an. Lasse locker. Hebe das Becken hoch, spanne die Gesäß und unteren Rücken an. Lasse locker. Hebe den Brustkorb hoch, spanne den oberen Rücken an. Lasse locker. Hebe die Arme ein paar Zentimeter hoch, mache Fäuste. Lasse locker. Ziehe die Schultern hoch zu den Ohren. Lasse locker. Ziehe das Gesicht zur Nasenspitze hin zusammen. Lasse locker. Öffne den Mund, strecke die Zunge raus, öffne die Augen, schaue weit zurück. Lasse locker. Drehe den Kopf von Seite zu Seite. Und zurück zur Mitte.
Vergewissere dich, dass du so liegst, dass du eine Weile liegen kannst. Spüre, wie der rechte Arm auf dem Boden liegt und wiederhole geistig: Der rechte Arm wird ganz schwer. Spüre, wie der linke Arm auf dem Boden liegt. Spüre die Schwere des Armes auf dem Boden und wiederhole selbst 2 oder 3 Mal. Der linke Arm wird ganz schwer. Wiederhole 2 oder 3 Mal. Beide Arme ganz schwer. Spüre die Schwere des rechten Beines auf dem Boden, wiederhole 2 oder 3 Mal. Das rechte Bein wird ganz schwer. Spüre die Schwere des linken Beines und wiederhole: Linkes Bein wird ganz schwer. Spüre die Kontaktfläche beider Beine mit dem Boden und wiederhole 2 oder 3 Mal. Beide Beine ganz schwer. Spüre die gesamte Kontaktfläche des Körpers mit dem Boden und wiederhole: Ganzer Körper ganz schwer. Spüre deine rechte Hand, spüre die Wärme in der rechten Hand, wiederhole: Rechte Hand ganz warm. Spüre die linke Hand und wiederhole: Linke Hand ganz warm. Beide Hände ganz warm. Rechter Fuß ganz warm. Linker Fuß ganz warm. Beide Füße ganz warm. Ganzer Körper ganz warm. Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Herz schlägt ruhig und regelmäßig. Sonnengeflecht strömend warm. Stirn angenehm kühl. Ich bin vollkommen ruhig. Ich bin vollkommen ruhig. Ich bin vollkommen ruhig. Vollkommen ruhig. Ich bin vollkommen ruhig. Stille.
Vertiefe langsam wieder den Atem, bleibe noch einen Moment lang ruhig liegen. Wiederhole innerlich: Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf die Meditation. Dann bewege deine Füße, bewege deine Hände, strecke die Arme nach oben oder nach hinten aus, dehne, strecke, räkele dich und setze dich langsam auf zu einer Stellung mit gekreuzten Beinen oder kniend oder auf einen Stuhl. Wenn du willst, wiederhole mit uns dreimal gemeinsam Om. Dann geh in die Meditation. Sitze ruhig und gerade. Wirbelsäule aufgerichtet, Schultern entspannt, Kiefergelenke entspannt, Augen entspannt. Atme ein paar Mal tief mit dem Bauch ein und aus, einatmen Bauch hinaus, ausatmen Bauch hinein. Beim Einatmen kannst du wiederholen: Ich verbinde mich mit der kosmischen Energie. Beim Ausatmen: Ich schicke Licht und Liebe in alle Richtungen. Ich verbinde mich mit der kosmischen Energie. Ich schicke Licht und Liebe in alle Richtungen. Bringe deine Achtsamkeit zum Herzen oder zum Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Entscheide dich für eine der beiden Chakras, Herz oder Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Bleibe während dieser Meditation dabei. Lasse den Atem sanft fließen, atme 3 bis 4 Sekunden lang ein, 3 bis 4 Sekunden lang aus. Atme aber sanft ein, sanft aus. Wiederhole dabei das Mantra Om. Einatmen Om, ausatmen Om. Spüre dabei die innere Stille, die innere Freude.
Sukha Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bole Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Bole Vishnevananda Maharaj Ki Jai. Das war die lange Übungsstunde der 9. Woche des Yoga-Vidya-Anfängerkurses. Kerstin und Sukadev danken dir fürs Mitmachen. Wir wünschen dir weiter viel Freude und Inspiration durchs Yoga. Mehr Informationen über unsere Kurse, Seminare, Ausbildungen bei Yoga-Vidya und vor allen Dingen auch über Meditation findest du auf unseren Internetseiten unter www.yoga-vidya.de.